Seit einiger Zeit, liebe Schwestern und Brüder, ist in unserer Kirche hierzulande eine ganz merkwürdige Bescheidenheit festzustellen. Gegen Bescheidenheit ist nichts zu sagen. Es ist aber eine Art von Selbstbescheidung, die doch einige Fragezeichen hervorruft. Wir reden in manchen Punkten, wenn sich scharenweise Menschen von der Kirche abwenden, von gesund schrumpfen. Wir reden bei der Schließung von Priesterseminarien von Synergieeffekten. Das klingt irgendwie alles immer noch nett, hat aber eigentlich nichts mit dem Evangelium zu tun. Wir gehen ja ein wenig auch der Auslegung von Adrienne von Speyer nach, was sie hat das für ihre Gemeinschaft ausgelegt, das Markus-Evangelium. Und zu unserer Stelle sagt sie Folgendes. Aber wo sich in der Kirche, sofern sie gehorsam ist, der Wille Gottes schon durchgesetzt hat, ist das Gottesreich in ihr, in ihrem Amt und in ihren Sakramenten, in der Gemeinschaft der Heiligen schon am Kommen. Diese ganze geheimnisvolle Wirklichkeit wird in diesem Gleichnis mit einem Mann verglichen, der Samen ausstreut. Die ganze Kirche, das ganze Reich Gottes hat die Verpflichtung zu säen. Christentum und Unfruchtbarkeit sind unvereinbar. Das heißt wiederum, dass keiner für sich allein Christ sein kann. So etwas gibt es nicht. Einer, der nur auf sein persönliches Seelenheil bedacht wäre, alles nur von seinem eigenen Standpunkt aus beurteilen wollte, hätte bald die Verbindung mit der Kirche und mit dem Herrn verloren. Denn die Verbindung mit dem Herrn ist die gleiche wie die mit der Kirche. Beide sind untrennbar voneinander. Könnte diese Verbindung sich auflösen, so wäre das Christentum am Ende. Die Fruchtbarkeit wäre ihm genommen und damit hätte es sein Wesen eingebüßt. Unsere Fruchtbarkeit, so sagt Adrienne von Speyer, besteht in einer doppelten Weise. Zuerst fruchtbarer Boden zu sein, sich zu öffnen für die Saat des Wortes Gottes. Wie das in uns wächst, wissen wir oft nicht. Selten ist das etwas Blitzartiges, sondern es ist ein ganz langsamer, allmählicher Prozess. Jesus wählt nicht umsonst Gleichnisse aus der Natur, die ihre Zeit braucht, die ihre Zyklen hat. So ist es auch beim Glaubensleben. Die erste Fruchtbarkeit besteht die darin, Acker zu sein. Aber was in uns gewachsen ist, die Frucht, die wir bringen sollen, dürfen wir nie für uns behalten, sondern dieser Samen muss neu ausgestreut werden in der zweiten Fruchtbarkeit, die Christus von uns verlangt.